Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Runde der UDTR Playoffs. Wir facen gegen Cringy. Und ja, es ist endlich soweit, meine Freunde. Gegen Cringy. Ich habe es mir lange gewünscht. Der hat komplett anderes Zeug mitgebracht, als ich wollte eigentlich. Aber das ist okay. Wir haben eine Gardevoir. Wir haben Altaria. Haben kein Zone, wir haben Altaria. Okay, krass. Altaria, wir haben Dark Trio. Wir haben nicht Amogus, wir haben Low Kicks. Kicks, Dark Trio, Gardevoir. War ich bei das? Ich glaube, zu meinem unschönen Momentum leadet er hier mit dem Dark Trio. Das ist nicht schön. Aber nur so und so viele gute Leads, also muss stehen. Das ist okay. Ja, Dark Trio ist hier auf jeden Fall. So, die Maus rausgemacht, okay. Er hat noch Mausold dabei. War eigentlich klar. Gut, interessantes Team. Boots auf Altaria for sure. Der wird hier mit Dark Joe lead und probieren, die Rocks rauszukriegen. Snooking gegen Dark Joe. Macht mir nicht viel sein. Maus im Maus 2. Ja, doch, war klar. Okay. Gut. Da kann jetzt hier für einige Dinge gehen. Surf ist mein bester Move. Der wird hier die Rocks gehen. Genau. Ist unschön. Kann ich aber nicht viel gegen machen. Hat er gut gesehen hier. Bleibt auf der Sash hängen. Den brauche er aber noch zu 100%. Das ist eine Reception hier für mich, weil er rausgehen muss. Alles andere würde keinen Sinn machen, meiner Meinung nach. Der braucht dieses Ding halt abgrundtief. Es ist wirklich sehr, sehr gut gegen mein Team. Der war Sash. Ich schreibe es mir mal auf. Ich meine, macht jetzt nicht so viel Sinn. Aber genau. Focus Sash, Arena Trap und Self Rocks. Geht in sein Gardevoir. Er traced hier meine Region. Das ist okay. Titan against Gardevoir. Choice Scarf, Mystical Fire macht jetzt nicht so viel. Kriegt gut durch die Rocks, aber es ist nicht so massiv viel Schaden. Alternativ wäre Klefki, der nimmt aber sehr viel Schaden. Und was sieht es mit Chio aus? Der wird getwo-hitted vom Moonblast. Wenn er Scarf ist. Ja. Ne? Ich glaube, es ist hier tatsächlich erstmal Sir Titan und ein bisschen Pressure, weil er hat nicht den besten Switch an den Sir Titan. Von dem, was ich hier sehe. Ja, ich meine, mir ist bewusst, dass ich mit Sir Titan nicht in der Lage sein sollte, zum Mystical Fire, zu whatever, basically. Würde hier 50 machen. Ich bin auf 75. Ne, würde keinen Sinn machen. Ich gehe jetzt einfach erstmal für einen Crash. Moment, ich soll schneller sein im Snow als er. Er geht raus, okay. Er könnte natürlich auch Speck sein. Mausi Maus 2. Gut, er gibt mir den einfach hier. Perfekt. Wir nehmen den jetzt erstmal nur zum Preschen. Ein Terra Electric G macht ihm gar nicht so viel von Dribbler. Okay, er will schneller sein als ich. Das ist fair. Ist er auch. Ist auch völlig fair. Der Punkt ist, wenn er Specs ist. Wir sind auf Level 50. Es muss kurz kalken. 50 gegen 50. Snow, er hat getraced. Der ist jetzt schneller als ich. Wenn er Specs ist und ich auf genau 75%. 75, aka 93, genau.
ist Mystical Fire eine gute Chance, mich zu KO'en. Deathspexes, wenn. Ich mache sehr, sehr viel Schaden mit Crash. Ich Terra Electric hier habe. Weil. Ja, dann überlebe ich ein Dings besser. Ich benutze ihn anders, als ich erwartet habe. Aber ich benutze ihn. Geht für Moonblast, ist es so. Moonblast immer das bessere Play sein. Ich drücke das hier. Ne, falsch. Geht für den T-Ball. Perfekt. Das hat er predicted. Optimal. Wir gehen für den Crash. Und pressure ihn jetzt ziemlich, ziemlich hart. Ja. Er ist Leftovers. Okay. Ich meine, es wäre eine Roll, aber. Ich meine, es tötet sein Moonblast, glaube ich, nicht. Der ist nämlich nicht Specs. Ne, Moonblast tötet uns nie. Ich kann ja einfach für einen Crash gehen. Völlig okay. Bin Fister as fuck. Ja. Hat mir gedacht. Und meine Berry Trigger. Ich hätte hier Belly Drum können. Ja, hätte ich, aber. Nehmen wir es mal so. Wir verfehlen. Perfekt. Danke an der Stelle. Ist okay. Macht zwar keinen Spaß, aber ist okay, I guess. Ja, ne. Hier kommt Terra Blast. Ist Middle Ground Play. Ja, Psyshock. Psyshock. Thunderbolt. Lefties. Aber er ist tot. Dive to Titan. Dive to Titan. Perfekt. So, Hail ist weg. Gut. Mantis. Salamence. Realistisch gesehen ist mein Play hier einfach Eisschar zu drücken. Ja, ich meine, er könnte Steel gehen und tanzen. Ist aber okay. Ich Eisschale jetzt hier einfach mal, guck, was passiert. Ich glaube nämlich nicht, dass er das schon macht. Rang Dance. Level 50, der Eisschale tötet ihn hier. Wenn ich, er könnte ihn töten, wenn ich ihn habe. Er lässt aber drauf ankommen. Okay, gut. Geht Fenster. Perfekt. Perfekt, 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 perfekt. Gut, damit töte ich ihn jetzt, glaube ich, auch wenn der Terra-Stil. Also, nee, tue ich nicht, aber ist völlig okay. Ich mach's trotzdem. Es wäre alles so viel geiler, wenn ich noch meine HP hätte. Aber nein, ich hab's verfehlt, das ist okay. Ja, geht jetzt für Terra-Stil. Völlig fair. Und knockt mich aus. Aber damit habe ich das schon mal verhindert, dass hier irgendwas Dummes passiert. Eisschaden werden jetzt hier nicht töten, ist mir bewusst. Ja. Er geht für die Q. Ist okay. Der hat Sub und EQ. Sub Lefty ist EQ. Sub. EQ. Er ist Leftovers. Ja, okay. Er kriegt Maximus. Okay. Ist EO. Ich glaube, ich habe immer einen Hit auf ihn, von ihm gegen plus 1, ne? Auf plus 1, Terra Steel, Earthquake, ja, tue ich. Tue ich auf jeden Fall. Kann jetzt hier. Einmal Surf drücken. Ich glaube, ein guter Play. Geht mit Dual Wingbeat, knockt sich selber aus. Ich hätte roosten sollen. Ja. Okay, gut. Ja, ich hätte Stack offen müssen. Ist aber okay. Da ist Blue King. Okay. Das ist Slowking. Völlig okay.
Er hat noch Low Kicks, die Maus und Altaria. Ja. Das ist sehr, sehr gut für mich. Gewinner, das ist. Ja, ne? Der da. Der geht jetzt halt für einen U-Turn. Kann ich nichts gegen machen. Ist halt wie es ist. Ich könnte jetzt natürlich irgendwie in Primeape gehen, den Hit gut nehmen. Das bringt Maus rein. Dann wird er. Ja, mach ich aber. Mach ich aber. Er sollte sehr, sehr wenig Schaden von ihm nehmen. Primeape gegen Low Kicks. Choice Bandit. Ja, geht für ein SD. Okay, geht für ein SD. Das heißt, er ist nicht Choice Bandit. Aber er ist plus 1. Ja, plus 2. Kann mich hier eigentlich mit nichts töten und ich kann ihn hier einfach Drain punchen. Kann ihn auch Encore. Bin ich schneller als der? Bin ich. Ein Encore stehen wir da rein. Wenn ich ihn nicht Sucker punche, ist eh gut. Egal was er macht, das ist scheiß für ihn. Warte. Hold up, warum ist er schneller als ich? Ah, das war Adamant. Ich hab Adamant geguckt. Scheiße. Ist live. Okay. Nicht sonderlich cool. Könnte aber schlimmer sein. Den Clefkey auf plus 2. Live up. Up. Inkis, Sucker Punch macht ein bisschen Schaden. First Impression, Leech Life, ja, ist eigentlich alles nicht, was er hat. Ist okay. Life of Element, Tinted Lens plus 2, Life of Life, ja. Okay. Dann gehen wir ab für den Training Kiss. Spielen unsere Chances. Er sollte uns niemals töten können. Perfekt. Ah, das ist das Problem, was ich jetzt hier habe. Ja, ne? Kriegt Rocky Helmet Chip. Life Orb. Bitte komm durch. Bitte komm durch. Bitte komm durch. Bitte komm durch. Och Mann, es kann mir doch wieder keiner sagen, ne? Alter. Ja, ist okay. Leech Life halt jetzt hier. Kriegt wieder Schaden. Nein, er hat X-Kick, ja, ich weiß es. Warum muss ich mich denn da in Verwirrung selber hitten, Mann? Es ist doch schon wieder ein... Ja, danke, wenigstens kriege ich etwas hier im Spiel. Wenigstens etwas. Brauche ich einen Flame Charge? Gegen eine Maus, ja. Er macht. Life Orb macht 10%. Nee, ich muss pulsen, leider. Ach, das ist im Stein selber ein Confusion Hit, ist sehr, sehr, sehr unschön. Wirst du es, okay? Geht in Dualtaria, oder? Ja. Okay. Gut. Ich bin sehr, sehr, sehr defensive. Ich muss einen Flinch gehen. Wenn ihr einen Blödsinn macht, dann ist es so. Flinch? Kriegen wir ein bisschen Karma, bitte? Ja, danke schön. Kriegen wir.
Ja, zumindest nichts bedarf. Egal, was er macht, Flameshot ist mein Play. Das tötet ihn nicht. Ja, ist okay. Geht für einen Hurricane. X-Kick lief vielleicht sogar Wunsch. Ja. Low Kicks. Level 50 mit dem Life Orb. Sucker Punch. Ja, ich bin drüber. Gehe ich auf Flame Punch und nehme mir das Game. Ja, da bin ich drüber. Ich bin auf 114 und damit ist Sucker Punch niemals ein Kill. Okay. Gut. Gut. Schöner Maus halt auch nicht. Was? Ein Pop und nuke mich halt. Von unseren Sportzeiten muss dann wieder dieses Spiel spielen. Ich mal kurz überlegen. Klotzer überlebt immer ein. Ist das hier einfach rausswitchen? Ist das hier rauswechseln? Klotzer überlebt immer und kann countern. Ja, ich muss rauswechseln. Wenn er jetzt readet, dann great play on him. Great play on him, if he reads this. Ja, er readet das, okay. Ist okay. Popbomb tötet niemals Klotzer. Und ich kann ihm nichts tun. Ja, dann habe ich jetzt hier verloren. Ich muss surfen. Ja, das ist kacke jetzt so. Vielleicht hättest du nicht viele. Zwei Hits, bitte. Ja. Zwei Hits. Okay. Der ist es nicht. Das ist der Second, oder? Ich habe das geworfen. Ich habe das Sword geworfen. Sloping. 50. War das eine Roll wenigstens? Ja, es ist eine Roll. Ja, ich muss Geosecken. Okay. Ja, er muss Popbomben. Oder er predict mein Double. Er Popbombt oder er predict mein Double. Mehr kann er nicht machen. Ich sage, predict mein Double. 50-50. Ja, Popbombt. Ja, dann ist GG. Vermutlich. Dann ist vermutlich wirklich. Ja. Fuck, Mann, warum habe ich das gemacht? Ich wusste genau, dass es passiert. Okay, gut. Gegen Level 50. 5 Hits sind's nicht, ne? Was macht der Aufquake? Der Aufquake macht nicht genug. Popbomb macht sehr, sehr viel Schaden.
Ja, macht nicht genug bei. Ja, ich muss diesen Switch machen. Ist so kacke, aber ich muss machen. Wenn er es liest, perfekt. Dann hat er mich Swordblade. Hat er. Gut, und er krittet mich. Damit ist es besiegelt. Ach ja, wie unschön. Gut, dann kann ich nichts machen. Dann muss ich halt. Keine Ahnung. Ob Bomb miss. Tut er natürlich nicht. Ist okay. Jetzt töte ich den aber. Und je nachdem, wie viel er hitten darf, kann ich noch eine Chance haben. Je nachdem, wie viel er hittet, kann ich noch eine Chance haben. Das ist das Wichtige hier. Ich muss mir natürlich nicht. Ja, es ist so ein Hexy-Game gewesen, wieder leider. Gut. Ich drücke Earthquake. Alles, was ich tun kann. Er Pop-Bombt hier. Je nachdem, wie viel er hittet. Vielleicht werde ich auch mal lucky in meinem Leben. Nee, es ist dann auch einfach nicht. Ja, ich verliere mir 1-0 wegen Hex, aber dann ist es so. Und können wir auch nichts gegen machen. Ja, er gewinnt halt jetzt so. Weil er der glücklichste Mensch im Universum ist. Es sei denn, fehlt ein Axe-Kick, kann er aber nicht. Ist egal, wir recoveren einfach mal für irgendein Missplay. Macht er nicht. Ist GG. Hoffe, hat euch gefallen. Mir nicht, aber wie auch immer. Bis dann. Cheerio. Genießt die Show. Rest des Seasons wird noch cool. Guck cringy zu und was auch immer. Later.